fühle mich wie eine erfrorene Hummel. Haben Sie schon mal im Garten an den ersten frostigen Herbstmorgen eine solche Hummel gefunden? Wie sie ganz klamm, wie tot auf dem Rücken liegt im Gras, die Beinchen eingezogen und das Pelzlein mit Reif bedeckt. Mein Ideal ist eine solche Gesellschaftsordnung, in der es mir vergönnt sein wird, alle zu lieben. Im Streben danach und im Namen dieses Ideals werde ich vielleicht einmal imstande sein, zu hassen. Gogol! Voltaire! Goethe! Balzac! Goethe! Goethe! Shakespeare! Dante! Tolstoi! Shakespeare! Gogol! Tolstoi! Kant! Jojo. Jojo. Jojushko. Du schreibst doch, dass du mich liebst. Ist das nicht genug für mich? Was kümmert mich alles andere? Ich bin ganz die Deine. Ich träume in jedem freien Augenblick von dir. In Gedanken lächle ich dir zu. Wann? Wann werde ich dich endlich umarmen? Aber ich will nichts überstürzen. Ich will mir diesen Augenblick durch meine Arbeit verdienen. Paris, 25.03.1894. Deine Briefe enthalten ganz und gar nichts, außer Kritik an dem, was ich gemacht habe und Hinweise, was ich machen soll. In Jena. Vollmar hat es mir zum bitteren Vorwurf gemacht, dass ich als junger Rekrut in der Bewegung die alten Veteranen belehren will. Das ist nicht der Fall. Dass ich mir meine Epauletten in der deutschen Bewegung erst holen muss, weiß ich. Aber ich will es auf dem linken Flügel tun, wo man mit dem Feinde kämpfen, und nicht auf dem rechten, wo man mit dem Feinde kompromisseln will. Kostja? Kostja? Thank you.
bleibe dabei, dass der Charakter einer Frau sich zeigt, nicht wo die Liebe beginnt, sondern wo sie endet. Rosa Luxemburg, die Akkumulation des Kapitals. Warum müssen wir die Nationalökonomie als besondere Wissenschaft studieren? Solange die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Menschen sich ohne Schwierigkeiten regelten, bedurften diese Beziehungen keines wissenschaftlichen Studiums. Mit dem Beginn der kapitalistischen Wirtschaftsweise ist das anders geworden. Als Begleiterscheinung dieser Wirtschaftsweise treten Krisen auf. Auch die Arbeitslosigkeit ist eine ständige Erscheinung in der heutigen Gesellschaft. Ebenso die täglichen, ja stündlichen Preisschwankungen, durch die der eine, ohne einen Finger zu rühren, in kurzer Zeit Millionär, der andere ein Bettler wird. Unser europäisches Kleid ist uns allzu eng geworden. Das sind dieselben Preise, die das Internet der Völker zu bauen. Das sind dieselben Leute, für die es uns zugemutet wird, die Mordwaffe gegen unsere französischen oder anderen ausländischen Brüder zu erheben. Dann rufen wir, das tun wir nicht! Das tun wir nicht! Der moderne Kapitalismus heult in dem jetzigen Weltorkan sein satanisches Triumphlied. Nur er vermochte in wenigen Jahrzehnten die schimmernden Reichtümer und die glänzenden Kulturwerke aufzutürmen, um sie dann in wenigen Monaten mit den raffiniertesten Mitteln in ein Trümmerfeld zu verwandeln. Noch nie hat es eine Partei gegeben, die sich binnen 24 Stunden so gänzlich als politischer Faktor in blauem Dunst aufgelöst hatte, wie die deutsche Sozialdemokratie. Proletarier aller Länder, vereinigt euch im Frieden und schneidet euch die Gurgel ab im Kriege. Also heute, jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos. Und morgen, nach Friedensschluss, seid umschlungen, Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt. Clara, Mathilde, Sonja, ach Sonitschka, ich habe ja einen scharfen Schmerz erlebt. Auf dem Hof, wo ich spaziere, kommen oft Wagen vom Militär, voll bepackt mit Säcken oder alten Soldatenröcken und Hemden mit Blutflecken.
Neulich kam so ein Wagen bespannt, statt mit Pferden, mit Büffeln. Ich sah die Tiere zum ersten Mal in der Nähe. Sie sind kräftiger und breiter gebaut als unsere Rinder, mit flachen Köpfen und flach abgebogenen Hörnern. Die Schädel also unseren Schafen ähnlicher, ganz schwarz und mit großen, sanften Augen. Sie stammen aus Rumänien, sind Kriegstrophäen. Sie werden ja schonungslos ausgenutzt, um alle möglichen Lastwagen zu schleppen und gehen dabei rasch zugrunde. Vor ein paar Tagen kam also ein Wagen mit Säcken hereingefahren. Die Last war so hoch aufgetürmt, dass die Büffel nicht über die Schwelle bei der Toreinfahrt konnten. Der begleitende Soldat, ein brutaler Kerl, fing an derart auf die Tiere mit dem dicken Ende des Peitschenstiels loszuschlagen, dass die Aufseherin ihn empört zur Rede stellte, ob er denn kein Mitleid mit den Tieren hätte. Mit uns Menschen hat auch niemand Mitleid, antwortete er böse lächelnd und hieb noch kräftiger ein. Gefallen. Thank you.
erstürmt das Leben in jeder öffentlichen Institution. Eine Elite der Arbeiterschaft wird von Zeit zu Versammlungen aufgeboten, um den Reden der Politiker Beifall zu klatschen, vorgelegten Resolutionen einstimmig zuzustimmen. Im Grunde genommen also eine Klickenwirtschaft. Eine Diktatur allerdings. Aber nicht die Diktatur des Proletariats, sondern die Diktatur einer Handvoll Politiker. Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei, mögen sie noch so zahlreich sein, ist keine Freiheit. Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden. Demokratie, die Umkehrung von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die Zerstörung des europäischen Sozialstaates, das ist das Programm, das Sie heute wieder erleben und das ich bereits damals erlebt habe. Es ist sehr alt. Und genauso alt ist mein Zorn. Mein Zorn ist nicht blind wie die Wut. Er ist auch nicht unkontrolliert wie der Hass. Mein Zorn hat einen langen Atem. Ich glaube an die Vernunft. Mir geht es nicht um Vergeltung. Mir ging es immer nur darum, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, verlassenes, verächtliches Wesen ist. Ordnung herrscht in Berlin. Ihr stumpfen Schergen, eure Ordnung ist auf Sand gebaut. Die Revolution wird sich morgen schon rasselnd wieder in die Höhe richten und zu eurem Schrecken mit Posaunenklang verkünden: Ich war, ich bin, ich werde sein. Das war mein letzter Artikel in der Roten Fahne. Den Glauben an die große Erzählung, die Heilserwartung an die Revolution habe ich verloren. Aber nicht die Überzeugung, dass Menschen menschenwürdig leben und auch menschenwürdig zusammenleben möchten und deshalb, jedenfalls auf Dauer, nicht bereit sein werden, sich von einer verantwortungslosen Billionärklasse und ihren Helfershelfern enteignen und gegeneinander aufhetzen zu lassen.